Gestalten, Kreation, Organisation, Inspiration. Meistens kommen die Ideen dann auch so ein bisschen durch die Hintertür. Aus einem weißen Papier oder aus einer weißen Website was Tolles zu zaubern. Wettbewerbsgedanke und natürlich der Spaß. Team Aachen, entdecke dein Momentum. Ja, natürlich fühle ich mich hier unter dem Fernsehturm am wohlsten. Das ist schon ein Stück Heimat für mich. Es sind viele Momente. Natürlich, wenn man einen Siegtreffer erzielt, einen Tunnelblick, bestimmte Rituale, Verantwortung übernimmt. Glücksgefühle, geil, geiler am geilsten. Team Mannheim, kämpfe für dein Momentum. Suche nach dem heiligen Gral der Idee. Das, was jeden, glaube ich, der kreativ arbeitet, auch antreibt. Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, Schwung, Subkultur, Teamwork, Adrenalin-Junkie, Stress-Junkie. Das beste kreative Produkt zu schaffen, das steckt in jedem. Das ist wirklich wahr. Team Hamburg, hol uns ab mit deinem Momentum. Du hast diese einen, ich sag jetzt mal, Gehirnfurz gehabt. Gehirnfurz ist quasi die Kaulquappe von einer Idee. Frosch. Ja, dann hast du einen Ideenfrosch. Es ist immer ein Baby, du bist immer irgendwie stolz drauf. Rampensäue. Seine Sachen irgendwie in der Welt draußen zu sehen. Ideenfrosch. Team Berlin! Entfessle dein Momentum. Die beste Idee kommt immer unter der Dusche, weil es mir auch so andere Superhits sind auch unter der Dusche wahrscheinlich entstanden, dass so Drop It Like It's Hot. Man kann es einfach nicht übers Knie brechen. Wie Erleuchtung. Richtig Power. Brutal. Lustig, würde ich mal sagen. Wenn man fertig ist mit Dusche, dann schreibt schnell auf, weil sonst ist es vielleicht für immer verloren. Gell? Team Berlin, begeister mit deinem Momentum. Es kann auch kreativ sein, wenn man einfach einen pinken Pinsel in die Hand nimmt und macht. Soll keine Rebellion sein. Oft ist das so ein Prozess, das ist so ein fließender Übergang, dass es abwechslungsreich ist, dass ich mich ausdrücken kann in der Öffentlichkeit. Am Ende auch dieses Glücksgefühl und dass das halt echt Spaß macht und mit Freunden zu tun hat. Yo, Team Itstein, hab Mut zu deinem Momentum. Show must go on. Das ist mein Beruf. Extra konzentriert sein, die Disziplin einzigartig, dein Bestes zu geben und Spaß daran zu haben. Das muss sein. Also ich zum Beispiel überrasche mich jeden Tag. Team Stuttgart, fühle dein Momentum. Go Stuttgart!